herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen Saints Row Get Out of Hell. Ich habe es vorher noch nie gespielt, leider, aber es gab jetzt gerade im PlayStation Plus Store für den Juli 2016 dieses Spiel eben kostenlos zum Runterladen. Und da dachte ich mir, komm, fangen wir es doch einfach mal an. Hier ein Let's Play. Kampagne, neues Spiel. Ja, klar. Schwierigkeitsgrad machen wir einfach mal normal, oder? Sonst rackere ich mir hier zu sehr einen ab und dann kommen wir einfach nicht weiter aus dem ersten Level, wahrscheinlich nicht mal mehr raus. Und ja, dass wir dann auf Dauer nach 50 Folgen, erstes Level wird es dann auch langweilig. Machen wir einfach mal normal und starten das Spiel. Ladevorgang. Oh, eine Ritterlilie. Once upon a time, in a faraway land, there lived a man so exceptional that the divine hosts of heaven and hell were forced to take note. A man dangerous enough to bring Satan to his knees, but selfless enough to make God himself raise an eyebrow. How did this come to pass? Well, it all began at a very special birthday party for a very special young lady. Surprise! What is all this? It's your birthday, Kinsey. So? You've never been to a birthday party? No. Oh, like not even growing up? I went to the School of the Americas since kindergarten. We didn't really do birthday parties. But you celebrated Christmas? I don't have to explain myself to you. Oh, Kinsey, this is going to be so much fun. Xinjai made a cake. Jane Austen is here. We'll play some games. What sort of games? Das sieht sehr nach Spaß aus dort drüben. You celebrate birthdays by trafficking with spirits? It's spooky and fun. It's a bunch of letters. It's tradition. Every slumber party has to involve a spirit board. Slumber party? How's it work? We ask it a question, and the spirit of the board will reveal the answer. How? Yeah, someone pushes the pointy thing to wherever they want. Wait. Can we go back to you and your slumber parties? No time. All right. Everyone put their hands on the cursor. Cursor? I feel the magic already. Ich spüre Schlechtes kommen. Will the President slash God Emperor for life ever choose a partner to reign alongside them? No. Ooh, someone's getting married. Shut up, Matt. Who will tame the President's wild heart? What are you guys trying to spell? I'm not moving it. That's the spirit, Kinsey. I'm serious. I'm not moving it either. Neither am I. Oh yeah. Who the fuck is that? Is that Ach, not normal? Du Scheiße. Where'd you get the board? I was going through Signac's artifact collection and found it there. Who did it belong to? Aleister Crowley? Oh, Christ. Guys, I think it's laughing at us. Fuck this. I think you're a smart enough piece of wood to see where this is going. Now, you ready to cooperate? That's more like it. You think we can trust it? It's not like we got a lot of options. So what's the plan? We mount up and go in after the boss? No, I do. No sense in what's left of humanity walking right into a death trap. Someone's gotta live to tell the story. That's a stupid plan, Johnny. I'm leaving you in charge. Hell of a plan, Johnny! Are you serious? I'm coming too. Are you kidding me? How do you plan to come back? Yeah, I try not to sweat the details. You need someone with you that does. No. It's my birthday. Fine. All right, then. You know where my friend is? Hell. To its word, the spirit board opened up another portal and sent Johnny and Kinsey screaming into hell. Ui, eine Geburtstagsparty.
die nicht sehr schön endet. Ah, runter, Weib. Die Hölle. So, jetzt sind wir in der Hölle gelandet. Ultor is behind this, I know it. Ultor and the Saints haven't been enemies in years. You really think he's responsible? You don't know him like I do. The boss put him through a window for a reason. The reason was the boss was kind of fucking crazy back then. That's a fair point. You know how much easier this would be if we just found a car? You know how much easier this would be if you just gave me a second? So, und wir sollen jetzt ein Auto klauen, direkt nach der Ankunft in der Hölle. Ja, schaut euch doch mal hier die Umgebung an. Und es gewittert. Furchtbares Wetter hier in der Hölle, aber wie soll man sich das schon anders vorstellen? Da unten befindet sich schon ein Auto. Nehmt mir doch einfach mal das. Hier, klaue das Auto mit... Steigen wir ein? Oje, da sieht man schon die leeren Hüllen. Biggest building down here, giant altar sign on it. I don't think this is a problem. I'll buy that. Okay. Ich würde mal sagen, wir öffnen einfach mal die Map. Hier, Karte. Und, ja, machen mal das Navi an und fahren hin. So. Können wir die... Oh je. Ups. Ich glaube, ich fahre in die falsche Richtung. Einmal wenden, bitte. So. Und nochmal herzlich willkommen zu Grand Theft Auto... God out of hell. Wir spielen hier in der Hölle die Szenerie und suchen unseren besten Freund. Ach, okay, da können wir durch. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so eine buggy Wand, wo wir nicht durchkommen. Aber das schaffen wir schon. Eieiei. Natürlich hier lang. Dankeschön, lieber Mr. Höllenmonster-Typ. Ups. Ja, das ist halt die Hölle, ne? Oh je. Are you always this excited? Generally I'm a misanthrope. I get it. Ich glaube, so reden die Leute eher nach einem Jahr von Pokémon Go. Ich glaube, das ist eher so dieses Szenario. Ein Jahr nach dem Release von Pokémon Go. Hier sind wir. So schlimm kann es hier unten ja nicht sein. Die haben alle hier Verkehrsregeln. Oh. Und. Okay, das ist doch die Hölle. Uiuiuiui. Worauf haben wir uns hier angelassen? Ich glaube, wir steigen mal aus. Ich glaube, das war nicht so gut. Und wir sind mitten in der Stadt. Im Getunnel gelandet. Ja. Oh, hallo. Darf ich das? Nein? Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal hier. Dankeschön. Das ist... Okay. Dämonen töten. Ja, ist ja gut. Wir gehen ja schon. Stinken wir so sehr. Das ist ja unglaublich. Und da schlagen die ganze Zeit Blitze ein. Vergesst das, was ich eben noch über Verkehrsregeln gesagt habe. Wir wurden böse gerammt. Und, boah! I'm gonna shoot him in the face, unless he gives us the boss back. What if Dean doesn't have the boss? I'll probably still shoot him in the face. Und ich glaube, die verstehen sich nicht sonderlich gut mit diesem Boss hier aus der Hölle, scheinbar. Alter. Okay. Parken wir mal ganz freundlich hier. Und da hat direkt ein Blitz angeschlagen. Da muss man echt extremst vorsichtig sein, glaube ich. Und gehen wir mal rein. Da ist er auch schon. Welcome to hell. Hallo. Shouldn't you have a receptionist? Such is the plight of eternal damnation. I have a feeling you didn't come here to catch up. Let's talk in my office. Okay.
Not even death could stop the enterprising Vogel, who wasted no time in setting up an Altor branch in the bowels of hell. Dane was eager to fill Johnny in on the ever-shifting politics of land rights in the underworld. But real estate mattered little to Johnny, who only cared where his friend was. Where'd you put the president? I've been trying to explain that. I didn't take them. Bullshit. You expect me to believe you just happen to be the first thing we see in hell? Maybe it's just me, but your thank you sounds more like an accusation. That's probably because he plans to kill you. Okay. I get the trust issues. Can I show you something? Eine Broschüre? The pieces all came together. The president had caused more chaos and destruction than any other in human history. It was only natural that Satan would want them to marry his daughter. They needed a plan, and Johnny had one. I'm gonna shoot the devil in the face. I think you might be skipping some details. No, I said in the face. I like the commitment, but you gotta find a way to get close enough to him in the first place. When's the wedding? I'll just show up and then you'll shoot him in the face. Sorry, but it's a little more complicated than that. These things are tied to the soul. You won't be able to enter without one. So how do we get one? You get his attention. I know some places that are of particular value to the father of the bride. You hit those, you'll get your shot. Wait, why would Satan give out an invitation for destroying his stuff? Oh, he won't, but it should piss him off enough to get him to attack Johnny personally. Either the devil kills Gat and Altor gets the construction contracts to rebuild what was destroyed, or Johnny kills Satan and I'll have to pay less taxes. It's pretty win-win. That's why you're helping us? To make more money in hell? Hell's what you make of it, sweetie. Works for me. What you got? All right. Okay. Satan had entrusted the day-to-day running of hell to 5 archdukes, and Dane knew how to find them all. But beyond that, not everyone in hell was content to go along with Satan's status quo. There were others who shared Dane's ambition for power, and the Altor mogul knew that the key to unseating Satan lay in gaining their aid. But before Johnny set out to wage war against the Prince of Darkness, Dane had one final gift. An artifact that he had spent fortunes on. Lucifer's cracked halo. Oh yeah. This holy relic granted Johnny the majestic wings of the Morning Star. However, he still needed help in learning how to use them. Okay, das sieht ganz nach einem Tutorial aus. Wir lernen, mit diesem Heiligenschein umzugehen. You got me out in the sticks. Now what? Would it kill you to show a little excitement? You're about to experience angelic flight, for Christ's sake. Dane. Someone needs a nap. Just collect some soul clusters and power up the halo. You'll be flying around in no time. Okay, ich schätze mal, da müssen wir durch. Genau, die Dinger sammeln wir ein. Seelenschwärme. Okay, da ist noch einer. Great. Now you should have just enough clusters to power up your halo. Okay, auf das Arcane-Menü. Da gehen wir mal drauf. Kaufe Super Sprint. Kaufen wir. Jawohl, übernehmen. Super Sprint! Mit dem Super Sprint kannst du nun schneller laufen als Autos. Das ist doch genial. Okay, den haben wir jetzt. Dann würde ich sagen, Flug. Flugabsprung. Okay, übernehmen. Flugabsprung. Du kannst nun in die Luft abheben. Perfekt, um die richtige Höhe für einen Flug zu erreichen. Halte X gedrückt, um deine Sprünge aufzuladen, um höher und weiter springen zu können. Wow, okay. Das sollten wir jetzt beides haben. Hinweis, kehre in Zukunft zum Arcane-Menü zurück, um deine Kräfte zu verbessern und neue Elemente auszurüsten. Das klingt doch interessant. Yeah. All right. Let's start slow. Try to jump over to that next island. Also, the longer you charge your wings before jumping, the further you'll go. Das haben wir eben auch ja noch rausgefunden. So, da sollen wir hin.
Und ja! Das war ein bisschen zu viel des Guten. Okay. Und dann springen wir mal hier rüber. Oh, ich lade das, glaube ich, ein bisschen zu lang auf. Good job. Now get up that cliff. Okay. Don't worry. If something looks too high, just keep on jumping off the wall. Remember to charge your jumps if you want to get up the cliff faster. So, ein Tipp, um einen Sprung zu machen. Ah, okay. Okay. Now it's time to fly. You heard of crawling before walking? Well, in this case, you need to jump before you can fly. Launch yourself in the air with a jump and then hold your wings out to glide to that next island. I've got some orbs to show you. Okay, wir können das gut steuern. Ich bin jetzt das erste Mal geflogen, also das kann ja mal ein bisschen patzig aussehen. Und you'll have to dive to reach the next island. Do that by pointing your head down. Don't worry. The rest of your body will follow. Halte Viereck gedrückt, um im Flug den Schwung zu verringern. Ah, okay. Laden wir wieder auf und Ah, okay, so machen wir langsamer. Okay. Und so. I put a shiny flap orb out in front of you. Collect the orb and your wings will flap to gain speed. Ah, okay. Uah. So, die Dinger müssen wir einsammeln. Oh, und wir nehmen Geschwindigkeit auf. Alright, now start flapping those wings on your own. Do a flap on your way to the next island. So, schlage mit den Flügeln, um in deiner aktuellen Richtung Schwung zu holen. Tippe X einmal an, während du fliegst, um mit den Flügeln zu schlagen. Pro Flug ist immer nur ein Flügelschlag möglich. Okay. So. Ah, okay. The exact opposite of diving is climbing. Climbing will slow you down and eventually cause you to stall. And trust me, stalling sucks. You can flap while gliding to gain additional speed. So the faster you're going, the higher you can fly. Now try to reach the island up there. Oh, okay, da oben. Der Steigflug verringert den Schwung. Benutze den linken Analogstick, um im Flug aufzusteigen. Drücke dann im Flug X, um mit den Flügeln zu schlagen und genug Schwung zu holen, um die Insel zu erreichen. Okay. Zack! So. Yeah! Ja, wir haben es geschafft. Alright, time to take the training wheels off for the final lesson. Flying takes stamina. Okay. If you run out in midair, you are going to drop like a rock. A stupid, stupid, stamina-less rock. Last island is right under those lava falls. Notice how your stamina drains the longer you glide. So, Fliegen verbraucht Ausdauer, genau wie das Sprinten. Hole genug Schwung, um die nächste Insel zu erreichen, ohne dass dir die Ausdauer ausgeht. Okay. So. Hä? Was war das denn jetzt? Das war doch... War das nicht korrekt? Einfach drum rum. Okay. Let's get you back to the old tour building. I want to run through all the stuff you can do to hurt Satan. Sure thing. See you soon. Okay. Here's the deal. If you want some face time with Satan, you need to get his attention. Now Satan hates being challenged, so anything you do to undermine his control is good. Fraud, mayhem, shooting demons in the face, anything. You can keep track of Satan's wrath with this handy meter. Get it high enough and you'll be having drinks with Big Red in no time. I've compiled a list of shit to do, so take a look and do whatever sounds fun. Oh, one more thing. We have some potential allies down here. Trust me, you want to impress them. Machen wir uns ein paar Freunde in der Hölle, würde ich mal sagen. Okay, wir übernehmen die Hölle und locken Satan an.
Ein Trophäe, gefallener Engel. Ja, Supersprint. Mit dem Supersprint kannst du nun schneller laufen als Autos. Das hatten wir ja schon vorher. Und den Flugabsprung, das hatten wir ja auch schon gewesen. Flugflügelschlag. Jedes Mal, wenn du in die Luft steigst, erhältst du einen Flügelschlag. Drücke X, um einen zusätzlichen Sprung oder Fluggeschwindigkeit zu erhalten. X. Okay. Greife auf das Aufgabenlock zu. Das Aufgabenlock. 51. Hier gucken wir mal rein. Pflichten. Heiligenschein aufladen. Zieh los und beeindrucke 4 spezielle Gesandte, um deine Heiligenschein mit gewaltigen Kräften aufzuladen. Okay. Rüste dich aus, finde einen Sinterpol-Automaten und verbessere deine Waffensammlung. Ich gebe dir auch das nötige Kleingeld dazu. Okay. Ich würde mal sagen, fangen wir mal bei Aufgabe 1 an. Sammle die Beschwörungskraft ein. Jo. Jede Menge Aufgaben, wie man so sieht. Aber ich will kurz nochmal zurückgehen. Akan. Okay. Neues Upgrade. Wir haben... Oh, leider keine verfügbar. Okay. Aber hier Upgrade. Okay. Gesundheit. Ah. Gesundheit Upgrade. Leichtes Upgrade der Gesundheit des Spielers. Würde ich mal machen. Würde ich mal machen. Das klingt ganz gut. Dämon der Stufe 1. Ja, okay. Das hätten wir jetzt. Waffen. Waffen sind in der Hölle wahrscheinlich ganz nützlich. Hier, Pistole. Du kannst 25% mehr Pistolenmunition tragen. Das ist doch auch ganz nett. Nehmen wir das mal. So, und Boni. Was haben wir denn hier für Bonis? Löhne-Gag IP. Verwandelt Löhne in 1200 Okay, nehmen wir das mal. Einfach mal hier unseren Charakter pimpen. Ups. Ja. Schauen wir mal, was es da so noch alles gibt. Okay. Die Aufgabe ist schon ausgewählt. Gehen wir mal dahin. Oh, ich finde das geil mit den Flügeln hier. So, antippen zum Wandsprung. Halten für aufgeladenen Sprung. Das wissen wir ja bereits. Oh, da unten gibt's hier was. Und zack. Verbinde dich mit Blackbeard. Okay, der sitzt auch mit uns in der Hölle. Ich schätze mal, da hinten könnte der drin sein. Eventuell hier ein Piratenschiff, Blackbeard. Oh, ich finde das geil hier in der Hölle. Zu fliegen. Ups. Ups, ups, ups. So, ich will ganz kurz nochmal... hier rein. Ups, ah. Ja, das üben wir nochmal, glaube ich. Wäre besser so. Was hat da getickt? War das die Musik? So. Wir sind auf dem Schiff von Blackbeard. Berühre das Rad. Okay. Abandoned ship! We've been boarded! Okay. Oh je, oh je. Get these damn things off my ship! Beschütze das Schiff und Blackbeard. Okay. Die sind ganz schön schnell. So. Ach. Ah, okay. So. So, der Blackbeard hat auch schon ein paar erledigt. Was ist... Oh, die bereiten sich, glaube ich, für einen starken Angriff vor. Besser schnell genug erledigen. Ich hoffe, es ist nicht etwas Ridiculous, wie 100 von diesen zu finden. Ich habe ein bisschen Treasure in der Chest da oben. Besorge dir Gottes Hammer. Ach, die Musik gefällt mir eigentlich ganz gut. Blow the bow. Okay, öffne die Kiste. Da ist der Hammer. Oh, schön. Hihi. So, wir
Wow, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Das ist ganz cool, finde ich. Ah, da machen wir sogar mehr in einem Umkreis fertig. Und summon these imps to serve as my crew. I forgot what a handful they could be. Once aboard, they wouldn't listen to their captain. They ran amok in the bowels of the ship. Ist hier noch irgendwer? Irgendwer? Ah, da oben. Ah, da wollte ich jetzt zu dir hin. Ah. Ah. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Okay, 40 von 100. Da kommen noch ein paar, glaube ich. Weg mit dir! What pirate voice would that be? Wow. Okay. Oh. Zinyak's destruction of Earth had a profound impact on the afterlife. To heaven, it was a logistical nightmare. Saint Peter's meticulous nature drove purgatory wait times to unbearable levels. Meanwhile, in hell, where souls in pain were used as currency, it created a new era of prosperity for the wickedly enterprising. This economic boom resulted in the coffers of hell to be overflowing, which in turn piqued the interest of the most notorious man that sailed the seven seas. Long had Blackbeard been a thorn in Satan's side, robbing tax collectors on a semi-regular basis. But the promise of an immeasurable fortune drove him to be even bolder. An arrangement was reached. Blackbeard would provide information on strategic targets in exchange for a share of the profit. Johnny, who was interested in murder, not money, happily agreed. Ja, das ist halt in der Hölle. Muss man sich nicht unbedingt gut verstehen, ne? Beschwörungen! Du kannst nun dunkle Wesen rufen, damit sie dir dienen. Benutze Steuerkreuz hoch, um schneller zur Beschwörung zu wechseln. Ah, okay. Element Imp. Rufe die kleinsten Vasallen der Hölle herbei, um Chaos und Unheil zu stiften und die Aufmerksamkeit von dir abzulenken. Verbesserst du diese Kraft, kommen mehr Imps. Tippe Steuerkreuz hoch, doppelt an, um schnell zwischen den Elementen zu wechseln oder wechsel die Elemente im Kräftemenü. Minispiel, Glyphen. Blackbeard hat seine Piratenkiste und geheime Glyphen enthüllt. Oh, das ist aber schön. Waffe, Gotteshammer. Du kannst an allen Sinterpol-Automaten, Gotteshammer ausrüsten. Ui, schön. Beschwörungstutorial? Ja, machen wir das doch einfach mal. Alright, matey. It's time for your lesson. Let's summon me favorite scurvy-riddled hellion, the imp. Why don't you start off by summoning an imp to take out those enemies? Mhm. Ah. Oh. So können wir rennen mit L1. Ah. Ganz strategisch hier einen hinsetzen. There you go, matey. Now take down the other demon. Those little ankle biters are vicious. Now let's practice your aim. Take down the demons on the islands. Ah, das geht ja ganz locker easy hier. Are as rewarding as pressing someone into service, am I right? Now get going. There's a whole wide world waiting to be plundered. Also der Blackbeard, die Stimme von Blackbeard kommt mir bekannt vor, aber ich komme gerade einfach nicht drauf, wessen Stimme das ist. Ist es die vom fliegenden Holländer? Ich weiß es nicht. Ach, das erinnert mich hier irgendwie an das Büro von Jodi, also aus der GTA-Session. Hier ist unsere nette Freundin, die Geburtstag hat. Ah, wir können... Oh! Wir können den Charakter wechseln. Das ist ja schön. Ja, ich würde mal sagen, wir bleiben erstmal beim Johnny.
Und da ist dieser schmierige Halunke. Und wir müssen mit dem zusammenarbeiten. Das ist widerlich. Ich glaube, der wird uns noch in den Rücken fallen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das könnte gut durchaus passieren. Verbünde dich mit Shakespeare. Shakespeare? Shakespeare ist in der Hölle? Okay. Ich will das gerade mal austesten. Ah, okay, die greift ja hier nicht an. Dann nicht. Da geht's irgendwo ab. Okay, da geht's schon überall ab. Was haben wir hier hinten? Uah, ich bin so schnell. Was haben wir hier? Überleben starten. Das machen wir mal wann anders. Das machen wir echt mal wann anders. Ich will jetzt erstmal hier ein paar Missionen machen. Zum Reinkommen auf jeden Fall in das Spiel. Okay. Also jetzt mit dem Fliegen. Also vorher hatte das Ganze ein bisschen GTA-Flavor hier mit dem Verkehr und ja, Menschen umfahren, würde ich mal sagen. Aber jetzt mit dem Fliegen noch dazu, das erinnert mich so ein bisschen noch an die Batman-Reihe. Irgendwie. Ups. Ja, an die Batman-Reihe und irgendwie auch auf Infamous. So ein bisschen was von allem. Und auf jeden Fall alles Games, die mir gefallen. Oh, ein Krankenwagen. Oh, ich bin in Panik. Ich bin in Panik. Oh. Oh. Entschuldigung. Oh je, da ist Chaos überall. So, da hinten ist Shakespeare. Ja, verbinde dich mit dem. Okay, hier unten ist irgendwo ein Gegner. Ich will das gerade mal testen. Ah, das sind sogar mehrere. Ah. Ups, Boah. Boah. Okay, ich will ganz kurz mal weg. So, wie mache ich das denn jetzt nochmal mit der Waffe wechseln? Okay. So. Das wollte ich nur mal kurz erledigt haben. So, wer will hier was? Ha? Du? Ups, nein, der da. I'll fuck your world up. Okay, oh, ich glaube, wir sollten hier nicht so herumspielen zu viel. Oh je, der Arme. Und weg ist er. So schnell kann das gehen in der Hölle. Kommen die rein? Okay. Gehen wir mal in die Disse. Okay. Noch ein bisschen warten. Hier erstmal aufräumen vielleicht. Ups. So. Ich würde gerne hier... Kann man hier die Tür zu machen? Nein. Okay, ich gehe mal einfach weg. Verbinde dich mit Shakespeare. Zack. Okay, starten wir mal die Mission. Lights up. William Shakespeare, humanity's greatest playwright and hell's most diabolical purveyor of entertainment, looks on as a brave mortal on an Orphean quest enters. The bard's interest is piqued, and he looks to test his visitor's mettle. Mic drop.
The masked tragedies were used to enemies cowering as they approached. But soon they realized that they faced a foe with courage and ganz kurz. Traits uncommon in the fires of perdition. So, die müssen wir aus dem Weg räumen. Oh. Hä? Ah. Ach so. Ich schätze mal, die können wir nur erschießen. Wir haben ja schon ein paar Waffen. Nehmen wir mal die Lava-Kanone. Ja, das sieht doch gut aus. The inciting incident resolved. The time had come for rising action. Okay, ich glaube, auf den Kopf geht das doch um einiges schneller. Hier. Huch. Ach, da oben. The battle raged on below, and as bullets and blood flew, the bard arched a curious eyebrow. Could this mortal be the exact thing that Shakespeare needed? Okay, wir sollten ein bisschen in Deckung gehen. Ich glaube, der da hinten ist ein bisschen stärker als die anderen. Unser kleiner Imp hilft noch, so nebenbei. Yes! Okay, da hinten ist ein Scharfschützengewehr. Oh! Oh je! Okay, ich wollte eigentlich nur kurz das Scharfschützengewehr holen. Wow! Der macht mir doch ein bisschen Angst. Um ehrlich zu sein. Ach, ich komme hier gerade gar nicht mehr mit der Steuerung klar. Also holen wir erstmal unseren kleinen Freund wieder. Okay, jetzt. So, weg mit dir! Erstmal nachladen. Ich will kurz mal sehen, wie die anderen Waffen so sind. Nehmen wir mal das. Besser jetzt. Ups. Hä? Huch. Ah, ich bin gerade. Ich bin gerade mega schlecht. Oh, die fliegen schön. So. Mal ganz kurz rumprobieren. Natürlich. Dann, wenn die Panzerung weggeht. Okay, er ist wieder gepanzert. Ich schätze mal, der ruft jetzt wieder seine Sklaven. Oder kann ich hier... The conflict resolved. Shakespeare eagerly awaited meeting the champion that dispatched so many of his men. Undoubtedly, they were here for the bard's aid. And while happy endings were not a thing found in hell, Shakespeare always had a soft spot for comedies. Ah, okay, ich glaube. In the land of the living, William Shakespeare is regarded as one of the most prolific playwrights of all time. However, to the denizens of hell, the bard is seen in a far different light. After selling his soul for fame and adoration, Shakespeare served in hell as Satan's spy master general. No. In doing his duty, Shakespeare would punish the souls he was investigating by forcing them to perform in grotesque passion plays for Satan's amusement. But in a Twelfth Night-esque twist, Shakespeare found himself living a double life. While he projected an image of cruelty, his heart was as soft as Jezebel's. In secret, he would tutor her on the classics and act out the works of his mortal days. When Satan found out, he cast Shakespeare out of the palace, believing that the poet would be tormented by the populace of hell, far out of Jezebel's sight. But Satan had not counted on the bard's cunning. Embracing his persona of master torturer, Shakespeare and his followers, the tragedies, took root in the entertainment district, biding their time for revenge. Okay, revenge. Und die wird kommen.
die wird kommen, Satan. Shakespeare called forth the Deus Ex Machina to bestow our protagonist with the arcane power of Force Stomp. Okay. So, Stampfer! Du kannst nun mit dem Fuß aufstampfen. Das mache ich auch immer, um arkane Stampfer auszuführen. Benutze den Steuerkreuz nach rechts, um schnell zum Stampfer zu wechseln. Okay. Element Gewalt. Lasse deine Gegner von dir abprallen. An Klippen und Vorsprüngen funktioniert das großartig. Tippe Steuerkreuz rechts doppelt an, um schnell zwischen den Stampfer-Elementen zu wechseln, oder wechsle die Elemente im Kräftemenü. Fortfahren. Minispiel Rache. Das Bild ist sehr klasse. Finde und töte Dex. Wieder und wieder. Lasse ihn für das bezahlen, was er den Saints in Stillwater angetan hat. Entschuldigung, dass ich mich manchmal verlese. Machen wir einfach mal das Tutorial, würde ich sagen. Wir machen einfach mal die ganzen Tutorials durch. The mortal stands in the training grounds, eager to try out his new force stomp power on the group of demons in front of them. Okay. You will feel pain for an eternity. One, scene two, in which our protagonist kills more demons with force stomp. Das ist ja geil. In which our protagonist is greeted by foul imps. Okay. Hier kommt er. Ja! Höllenboje. Works on flying enemies, enabling them to remove a dark inciter's shield before shooting them to death with bullets. The day is won, and the curtain closes on our noble hero. Okay. Oh, das ist ja... Das ist eine geile Attacke. Ich glaube, die werde ich ziemlich oft verwenden. Verbinde dich mit Vlad. Okay, welcher Vlad ist jetzt gemeint? Ich würde mal sagen, wir können doch auch einfach mal zu der netten Dame hier wechseln. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Don't mind if I do. Okay, das macht dir nichts aus. Deswegen gehen wir einfach mal raus und suchen den nächsten Typen aus. Ne? Wow, sehr poetisch hier. Okay, fliegen wir mal los. Das ist ein bisschen weiter weg. Aber was ist denn da? Oh, Alter. Ich war gerade mega abgelenkt. Das muss man sich auch mal anschauen. Geil. Also ich muss sagen, mir gefällt das Spiel. Mir gefällt das Spiel schon ziemlich. Hier hoch. Sammeln wir mal die ganzen Orbs ein. Uh-oh. Ups. So. Mit der Steuerung muss ich natürlich noch ein bisschen hier versuchen auszukommen. Okay. Was haben wir hier? Oh, Lava. Davon müssen wir uns fernhalten natürlich. Die Flügel sind aber auch geil. Huch, was war das? Hm. Okay, ist plötzlich wieder ruhig. Was sind das für Dinge eigentlich? Ich fliege da einfach mal. Okay, ich glaube, da sollte man nicht durchfliegen. Das ist Deko. Deko, Höllendeko gibt es jetzt bei Ikea. Devil's Look auch genannt. Und ja, schön, ne? Ich will das gerade mal... Auch wenn ihr unschuldig seid und arme, verlorene Seelen, aber ich will das ganz kurz... Oh, das macht so Spaß. Okay, das sollte doch nicht... Nein, nein, das war ein Fehler. Das war ein Fehler, glaube ich. Seelenschwarm 3. Oh je, oh je. Da habe ich Kunstflug. Gefundene Orte. Ah, das gibt auch noch EP. Apropos EP, vielleicht haben wir ja wieder ein bisschen... Was upgrade-mäßig freigeschalten? Seelenschwarm 4. Oh, das ist ja geil. Gehen wir mal. Nein? Okay. Neue Upgrades. Ich würde doch fast sagen. Der ist schon geil, muss ich sagen.
Upgrades. Okay. Wir haben 4 verfügbare Punkte. Stampfer aufladen. Ah, okay. Da fehlen uns doch noch einige Punkte. Elemente. Kraft, Vakuum, Heilig. Oh, das kann man auch noch ändern. Hier Beschwörung, Upgrades. Gucken wir mal. Okay. Mehr Ims. Ja, das ist alles noch ein bisschen zu teuer. Turm. Titan. Oh. Oh, Titan. Das hört sich aber schon mal mächtig an. Ja, gucken wir mal. Erstmal den Flug. Ich würde gerne erstmal den Flug eigentlich pimpen. Aber die sind alle ein bisschen zu teuer noch. Sind die aber noch ganz am Anfang. Ich glaube, die kosten alle mindestens... Oh, okay. Effizienz. Das können wir auch nicht. Ja, aber auf jeden Fall haben wir da noch jede Menge Möglichkeiten, hier diesen unseren Charakter zu pimpen. Upgrades. Natürlich auch noch so Upgrades, Fähigkeiten. Ausdauer erhöhen. Die Länge des Ausdauerbalkens wird vergrößert. Das ist auf jeden Fall... Boah, 6000. Was sind das? Höllendollar? Hölleneuro? Höllenpfennig. Okay, fortfahren. So, da haben wir noch 10.000. Wollen wir erstmal Boni gucken? Löhne gegen Schwärme. Tausche Löhne gegen 35 Seelenschwärme. Ja, ich würde gerne auch mal gucken, was wir hier an Waffen haben. Mehr Munition. Also jetzt hatten wir noch nicht so die großen Schwierigkeiten mit der Munition umzugehen, fand ich jetzt. Deswegen würde ich mal sagen hier, tausch Löhne gegen hier. Ne? Seelenschwärme. Ja. Jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Geld übrig. Boah, und die Aufgabenliste wird immer länger. Da kommen wir kaum hinterher, muss ich sagen. Minispiele. Boah, da ist einiges noch zu tun. Verschiedenes. Minispiele, alles Mögliche. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal hier noch mal ein bisschen in der Hauptquest weiter. Sammeln wir hier mal alles so ein. Seelenschwarm 40. Oh. Okay. Und fliegen empor. Yeah. Und da sind wir auch gleich. Flat. Okay, das sieht natürlich sehr einladend hier aus. Nehmen wir mal den Vordereingang. Immer fliegen, da sieht man so wenig von den Details hier in den Städten und... Oh je. Ich glaube, der ist nicht freundlich. Ist der friedfertig? Oder wird er mich jetzt angreifen? Betritt das Gefängnis. Vlad sitzt im Gefängnis. Gucken wir mal rein ins Gefängnis. Ladevorgang. Okay, wir sind drin. So. Tür öffnen. Das ist die Hölle. Round and round. So sehen alle meine Albträume zusammengemischt aus. Das ist die Hölle. Oh je. Der ist fertig. Belebe deinen Begleiter wieder. Oh, Ja! So. Wiederbeleben. So. You're a strange woman. Ich glaube. Ah, wir können die auch umrennen. Und ich glaube, das ist gerade nicht so gut hier mit der Nahkampfwaffe. Ich muss irgendwie in Deckung kommen. Irgendwie ganz kurz. Ach du Scheiße, ich hab kaum noch Leben. So. Ja.
Ich würde mal sagen, wir holen erstmal so einen Imp, der uns hilft. Oh oh. Oh oh. Oh, okay. So. Am besten immer auf den Kopf zielen. Ist natürlich in jedem Shooter-Game so. Aber hier vor allem wichtig. Sonst kannst du da ewig drum rumhadern und. Der da hinten tanzt einfach. Da gehen wir auch noch rein. Sieht ganz lustig aus da drin. So. Ah. Ah. Der ist wirklich gut, der Vlad. Ist zwar ein bisschen psychisch, glaube ich, nicht mehr ganz so fit. Aber wer ist das schon in der Hölle? Oh, den haben wir. So. Und. Jetzt. Oh. Hm. Ah, okay. Ich muss mich gerade konzentrieren, deswegen rede ich so ein bisschen weniger wahrscheinlich. Aber. Es zeigt die Erfolge. Ein bisschen Leben brauchen wir natürlich auch wieder. Hm. Gehen wir mal hier zu diesem Tänzer rein. Das ist. Oh, der Arme, den wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt töten. Der Arme. Schalte die Musik aus. Come, let us return to my castle. Entschuldigung. We may plot our next steps in proper surrounds. Okay. Johnny led Vlad back to his castle, which since his incarceration became a haven for frat parties and squatters. But the systematic impaling of trespassers would have to wait. Vlad was a man of his word and was eager to provide intel that could aid in hobbling Satan's armies. Okay. Wir haben schon wieder einen Verbündeten. Oh ja. Aura. Du kannst deinen Körper und deine Waffe mit arkaner Energie aufladen. Benutze Steuerkreuz runter, um schnell zu Aura zu wechseln. Element Kaltfeuer. Kaltfeuer produziert eiskalte Energieflammen um dich herum. Dieses setzt die Höllendämonen, die normalerweise feuerresistent sind, in Brand, während du dich ihnen näherst. Tippe Steuerkreuz nach unten doppelt an, natürlich, wie auch schon vorher genannt. Minispiel! Schwursturm. Hilf Vlad, seinen Ruf zurückzubekommen, indem du den Tri-Omega-Clan bei seinem Lieblingssport schlägst. Die machen wir natürlich auch noch alle, die Minispiele. Wir haben ja viel Zeit, in dieses Spiel zu investieren. Das könnte ein langes Let's Play werden. Aura Tutorial. Vor allem, wenn wir die ganzen Tutorials spielen. The power. Okay. Coldfire is an aura, which means you must activate the power and get close to an enemy before they will feel the cold embrace of the Stygian flames. Try it against these demons. Ah, okay. Hallo. Ah, okay. Gehen wir mal durch. Hallo, hallo. Huch. Eurem Kumpel, da geht's nicht so gut. Und euch auch nicht. Ah, ich bin so gemein. Now here comes the dark insider. Use your aura. Then get close to him to take down his shields. Yeah. You can finish him off with your pistol. With my pistol. Done it. Doesn't it feel good to watch an enemy burn? Yeah, es fühlt sich richtig gut an, Dämonen zu töten. Okay. Das wirkt ein bisschen Psycho, würde ich mal sagen. Aber es macht Spaß. Es macht schon Spaß. Verbinde dich mit den Zwillingen. Welche Zwillinge sind diesmal gemeint? Die Brüder Grimm? Nee, Quatsch. Waren das Zwillinge? Ich bin mir gerade mal gar nicht so sicher. Wechseln wir jetzt um Johnny oder lassen wir einfach mal die Dame? Wie heißen die nochmal? Huch.
So. So, den Flat haben wir. Und, ja. Gehen wir mal zu den Zwillingen. Haben wir da schon wieder Punkte? Aura. Natürlich. Upgrades erstmal anschauen. Oh, wir haben 40. Oh. Das sind die Seelenschwärme. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Das ist natürlich Aura. Gibt es noch Vampir anbeten? Bin ich mal gespannt. Ich würde mal sagen, hier pimpen wir doch mal ein bisschen den Flug. Ausdauererholung. Regeneriert sofort 25% deiner Ausdauer, wenn du nach einem Flug landest. Effizienz. Fliegen verbraucht weniger Ausdauer. Das hört sich auch gut an. Einen zweiten Flügelschlag natürlich auch. Mach höhere Sprünge und stärkere Flügelschläge. Natürlich. Schweben. Schwebe in der Luft, indem du L2 gedrückt hältst und drücke dann R1, um deine Kräfte zu zünden. Stabilität. Tippe X an, um dich von einem Puppenflug durch die Luft zu erholen. Außerdem stürzt du im Flug auch nicht ab, sondern machst einen Sturzflug, wenn du trudelst. Ich würde mal sagen, machen wir mal das mit der Kraft. Flugkraft. Jawohl. Und wir gucken mal in die anderen hier Kräfte rein. Effizienz. Verbraucht weniger Ausdauer. Wird die maximale Geschwindigkeit schneller erreicht. Beim Supersprinten manifestiert sich ein arkanes Schild. Er schaltet viele andere Sprintverbesserungen frei. Tempo erhöht sich, das ist natürlich auch geil. Ich würde mal sagen, den Schild nehmen wir doch mal. Schild ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir rennen. Beschwörung. Ja. Aufladen, ja. Mehr Imps. Ja, zwei Imps sind doch mal besser als einer, würde ich sagen. Zumindest, wenn sie auf unserer Seite sind. Diese kleinen Drecksplagen. Oh, da kann man bis zu 3. Und das geht wahrscheinlich noch immer weiter. Bin ich auch mal gespannt, wie das so weitergeht. Stampfer. Gucken wir auch mal rein. Stampfer aufladen. Lädt sich schneller wieder auf. Das ist natürlich sehr gut. Gucken wir nochmal in die Aura. Wieder aufladen. Wird schneller wieder aufgeladen. Besänftigen. Diese Verbesserung macht dich immun gegen Feuer, solange die Aura aktiv ist. Bei der Benutzung wird der Feuereffekt außerdem sofort aufgehoben. Ja, mit Feuer hatten wir jetzt noch nicht so das Problem, glaube ich. Deshalb würde ich sagen, machen wir mal den Stampfer hier ein bisschen pimpen, ein bisschen upgraden und so. Stampfer aufladen. Übernehmen. Stampfer aufladen. Okay. So, jetzt haben wir auch gar keine Punkte mehr. Okay, Upgrades. Na, da fehlt uns immer noch Geld. Aufgabenlog. Ich würde mal sagen, machen wir einfach mal die nächste Aufgabe, die uns draußen erwartet. Die ganzen Verbindungen. Schauen wir mal. Fahren wir mit dem Auto? Spaß natürlich. Okay. Dann fliegen wir los. Ah, das sieht man jetzt so, wie stark wir im Flug sind. Let's see what these things can do. Yeah. Ja, Seelenschwärme. Die müssen wir alle einsammeln am besten. Ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen besser drauf achten, dass wir die auch alle einsammeln. Ups. Wir sind einfach zu stark beim Fliegen. Okay. Was gibt's hier unten? Ich schätze mal, das wird irgend so ein Rennen sein. Boah. Was ist das? Höhenflug starten. Natürlich so ein Rennen. Ich mache die Rennen eigentlich gar nicht mal so gern. Also auch in anderen Games. Ach, ihr armen Viecher. Ich glaube, hier ist es doch gar nicht mal so sicher. Deshalb... Tut mir leid, Leute. Ich würde euch gerne alle aus der Hölle holen und im Frieden Hand in Hand leben, aber das geht leider nicht. So. Ja, den Spaß hätte ich auch gerne beim Fliegen. Leider. Leider, leider. Geht das ja nicht. So. Ja. Nein, nein, nein. Ja. Ja, so. Das müssen wir noch üben. Noch vieles müssen wir auf jeden Fall üben. Hier nehmen wir mal einen Seelenschwarm ein.
Seelenschwarm 3. Ja! Da unten war doch auch einer. So. So, das kriegen wir auch alles noch hin. Das kriegen wir alles noch hin. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Seelenschwarm 4. Da oben gibt es auch noch mal einen. Ja! Okay, okay. Da unten. Ah, da. So. Ah. Okay. Das haben wir leider verpasst. Ja. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt zu unserem Ziel da unten hin. Und das war keine ganz so sanfte Landung. Die Zwillinge. Hier kommen wir rein. Okay. Da stehen sie auch schon. Sprich mit den Zwillingen, dann tun wir das doch mal. We're standing in a parking garage. I don't like it either, but Cinepool isn't giving us many options. I can't believe they tried to force us out. I can't believe you forgot the mimosas. I think we have bigger problems. I don't think you realize how much I love mimosas. Viola, thank God you're okay. How do you... Aber wir müssen immer erstmal die Waffe wieder auswählen. Ich würde mal sagen, wir probieren auch immer die neuen... Die sind stark. So. Da hinten ist... So. Okay. Die helfen uns. Die sind auch sehr gut dabei. Finde ich klasse. Da ich nicht so gut darin bin, hier... Ah! Okay. Obwohl, es läuft doch eigentlich gerade ganz gut. Hier, der... Dem lassen wir am besten keine Chance zu schießen. Und da ist einer... Ich will ganz kurz mal... Hier das ausprobieren. So. Ja, das war doch ganz gut. Oder? Das war ganz... Gut. Da kommen noch mehr. Das war klar. So. Ich will mal sagen, wir nehmen den Stampfer. Ups. Hoppala. Die Decke ist ein bisschen zu niedrig. Oh, da draußen warten sie auch auf uns. Jawohl. Ja. So. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. So, nehmen wir mal den Stampfer und weg mit dir. Ja. Und... Ups. Uah. Danke dir. So, den haben wir auch. Und den auch. That you two get along. Can we talk about this later? Classic Kiki. Always deflecting. Classic Kiki? I've never met you. I know everything about you. She grows on you. I promise. Great. Okay, da kommen noch mal welche. Okay. Den haben wir auch. Da sind sie im Auto. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Der sieht aber auch stark aus, muss ich sagen. Wir schicken da mal einen Imp hin. Den haben wir, glaube ich. So, ein bisschen rumrennen. Haben wir den? Oh. Den haben wir ja umgerannt. Oh, da kommen immer mehr. Oh, da kommt, da ist einer, den finde ich gar nicht mal so sympathisch. Wo ist er denn? Oh, der Kleine. Ims? Irgendwie macht das nicht so viel Schaden.
Dann kümmern wir uns erst um die hier. Uah, okay. Ich glaube, Abstand halten ist hier angesagt. Und vielleicht nehmen wir mal... Entschuldigung. Das Scharfschützengewehr. Das war... Das ging schneller als gedacht. Okay. After being reunited in hell, Kiki and Viola wasted no time in doing what they do best. Facilitate the running of businesses. However, the De Winter Sisters' success did not sit well with other would-be power players in hell. The sisters' operations all came under attack at once, forcing them on the run. Soon, the twins found themselves on the receiving end of an offer they couldn't refuse. After all, it was better to own 1/5 of something than to be dead. Das stimmt. You helped us. Now let us help you. Here's a little something made popular by another group of sisters, the Gorgons. Okay. Blast. Mit dem Arkanenschlag kannst du nun Energie auf deine Feinde schießen. Benutze Steuerkreuz links, um schnell zum Blast zu wechseln. Blast oder Blast? Ich nenne es mal Blast einfach. Element Stein. Stein. Verwandle das Fleisch deiner Gegner in Stein. Dadurch scheiden sie nicht nur aus dem Kampf aus, sondern geben auch noch fantastische Gartenzwerge ab. Das ist sehr klasse. Oh, Minispiel, gepanzert. Erobere die Panzerwagen von Sinterpol. Zurück für Cerberus Securities und die Zwillinge. So. Ich will mal sagen, wir machen noch das Blast-Tutorial. Sehen mal, wie das so ist. Okay. So go ahead and blast these demons to turn them to stone. After they're petrified, you can use your pistol to shatter them. Oh, das ist... I'm good. Ah, okay, das geht nice. Auf mehrere. Stone Blast is especially useful on flying demons like this one. Alright, now let's see you drop a few okay. More. Na, den habe ich jetzt nicht getroffen. So. So, den haben wir. Den haben wir. Und nicht bewegen. Den haben wir. Gut. Das ist lustig. Also take down the shield of a dark insider, leaving it vulnerable to gunfire. Take this dark insider out. I think you've got the gist of it. All right, let's go. Das ist doch ganz gut. Das ist ganz gut, oder? Also wir haben schon geniale Fähigkeiten bekommen und sind erst seit wow. Seit nicht so langer Zeit in der Hölle gelandet. So. Da haben wir den guten Johnny. Und hier. Diesen schmierigen Halunken. Ei, ei, ei. Das ist wahrlich die Hölle. Ich will mal sagen... Wir speichern mal eben kurz ab. Neuer Spielstand. So, jetzt nachdem wir schon mehreren Leuten geholfen haben, würde ich mal sagen, legen wir mal eine kleine Pause ein und sehen uns dann in der nächsten Episode von Saints Row Get Out of Here. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.